Wollen wir doch gemeinsam unseren Spaziergang im Feld des Geistes, in den Regionen unseres Bewusstseins fortsetzen und uns ein wenig weiter annähern den Aspekten einer Erfahrung, Untersuchung und Einsicht, die so viele 100 Jahre uns übertragen wird und erläutert wird durch große Meister und Menschen, die sehr tief zu schauen fähig waren. Wenn wir nochmal auf das Speicherbewusstsein sehen, möchte ich hervorheben und betonen, dass wir immer im Auge behalten sollten, es ist individuell und kollektiv zugleich. Es gibt also nichts, was wir für uns selber sozusagen in unserem eigenen Bewusstseinsfeld tun können oder nicht tun, an heilsam oder unheilsam, was nicht gleichzeitig Auswirkung hat auf das kollektive Bewusstsein aller anderen. Ganz gleich, ob wir mit ihnen in unmittelbarer Verbindung und Kontakt sind oder nicht. Ich meine, auch das kollektive Bewusstsein beeinflusst uns ja auch unmittelbar, wenn ich allein an Formen des politischen Zusammenlebens wie Demokratie denke oder wenn ich an die Frage denke, was ist denn schön, was sich sehr verändert hat, was ist auch weibliche Schönheit beispielsweise von Rubens bis heute, was ist modisch, was viel kürzer ist, natürlich in Bezug auf die Abläufe. Und so beeinflusst auch uns, und wir können das bei den Kindern besonders stark beobachten, wenn das propagiert wird, dass du dieses Game haben musst und dass dort in dem Internet das und das kommt, wie viel stark die kollektive Beeinflussung, kollektive Bewusstsein, denn das Individuelle ebenso beeinflusst wie umgekehrt. Nur da können wir es noch genauer beobachten, wie andersrum. Das Individuelle hat also Einfluss auf das Kollektive, vice versa. Wir wissen, dass das Speicherbewusstsein in jeder Zelle und zugleich außerhalb unseres Körpers ist. Bewusstsein ist nicht lokalisierbar in Bezug auf das Körperliche, sondern geht auch darüber hinaus. Deshalb hat auch jede Zelle immer den Bauplan des ganzen Körpers in sich. Und dieses Bewusstsein ebenfalls als integralen Bestandteil, aber zugleich auch ist dieses Speicherbewusstsein außerhalb des Körpers. Wir halten außerdem fest, dass jede Tat eine Ursache wird, die ein Ergebnis, also eine Wirkung zeigt. Dieses Gesetz der Ursache und Wirkung kennt ihr alle, aber es steht auch im Kontext mit unserer Bewusstseinsbetrachtung. Jede Tat, ob durch unseren Körper, ob durch unsere Sprache, die Kommunikation, was wir ausdrücken, und letztlich, was wir im Geistbewusstsein, was wir also im Denkprozess vornehmen, ist eine Tat, ist Karma. Karma heißt tun. Und damit ist eben nicht nur die Handlung gemeint, sondern auch unsere denkerische Tat und Sprachliches, was wir ausdrücken. Und wird im Aller Vijnana, im Alaya bewahrt. Es wird bewahrt und kann nicht vernichtet werden und hat also immer seine Wirkung, seine Auswirkung, die kann unterschiedlich sein, weil, das heißt, sie ist immer unterschiedlich, weil es ja verschiedene Faktoren sind, die zusammenspielen, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, die wir manchmal, aber meistens nicht nachvollziehen können und darum auch die Gelassenheit brauchen, zu sehen, es ist, wie es ist. Die Bedingungen haben dies oder jenes ermöglicht oder verhindert. Und wenn wir diese gelassene Haltung bewahren und dabei uns gleichzeitig bemühen, unser Tun, Denken, Sprechen, Handeln, so auszurichten, dass dadurch eine gute karmische Wirkung entsteht, dann ist es schon eine ganze Menge. Und der Wert und der Schweiß ist der edlen Wert, denke ich. Und wir nehmen die Bijas, die Samen unserer Taten, auf eine Reise zu einer anderen Dimension mit, wenn wir in die große Verwandlung gehen und diesen Körper ablegen. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen, aber es ist schon eine ganze Menge. Und es geht auch nicht anders. Und das bringen wir ein. Und das formt mit die Bedingungen,
die zu einer neuen Manifestation des Lebens führen, welche wir sozusagen mit verursachen. Und darin liegt auch unsere Verantwortung vor uns selber, vor dem Leben und vor allen anderen und gegenüber allen anderen, die existieren. Und die Samen im Alaya-Vijnana sind für uns meistens verborgen, wie in der Erde, nicht erkennbar, und sie werden uns durch das Geistbewusstsein, durch Mano bewusst. Das ist sozusagen die Linie, wo es uns deutlich wird, wo das Tagesbewusstsein eintritt. Und über den Einfluss, der gleichzeitig da ist, Freund Manas, haben wir ja schon gesprochen, kommen wir aber nochmal drauf zurück. Aber die eigentliche Tagesbewusstheit entsteht im Geistbewusstsein, im Mano-Vijnana, kurz Mano genannt, dem Gärtner. Und unsere Gewohnheitsenergien, die neben der falschen Wahrnehmung oft am meisten Schwierigkeiten und Leiden verursachen, weil sie oft wenig geübt sind, uns Gewohnheiten, die sehr heilsam und sehr zufrieden und zu Freude führen, zu fördern, die beeinflussen eben unsere Sehmuster, das Fühlen, unsere Verhaltensmuster. Und wir können sie verwandeln, die Energien, wiederum durch Sati, durch unseren Freund der Achtsamkeit, durch unsere Praxis. Dabei jetzt nochmal auf die drei Felder, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, oder nicht, der Wahrnehmung kommen. Ich glaube, es ist so kurz angeklungen mal. Nämlich die drei Möglichkeiten einer direkten Wahrnehmung, einer unmittelbaren, sofort nicht eingefärbten sozusagen, eines Abbildes des zweiten Felds der Wahrnehmung, was meistens passiert, dass es also ein Bild gemacht wird, und drittens die bloße Vorstellung, die reine Vorstellung, die reine Idee. Ich will es nicht zu unseren Griechen ab, da wäre es ganz spannend. Habe ich einen Vergleich mal gemacht, wie sehr da unsere alten griechischen Meister in die Nähe der Betrachtung des Buddha Dharma kamen. Auch als ich die Stoa verglichen habe mit Aussagen des Erhabenen, des Buddha. Und habe auch darüber in unserer Sangha, glaube ich, gesprochen. Als ich Marc Aurel und andere Stoiker, Seneca, so dabei anführte und eine Synopse, einen Vergleich gemacht habe mit buddhistischem Denken. Wie viel Ähnlichkeiten bei allen anderen Unterschiedlichkeiten da sind. Okay, wie nehmen wir die Wirklichkeit wahr? Wir haben eine Brille auf, die ist eben nicht immer ganz klar. Meistens ein bisschen verschmutzt, ein bisschen neblig und in meinem Beispiel auch eingefärbt. Deshalb werden wir die Soheit, die Dinge an sich, wie sie sind, nicht erkennen oft. Meistens nicht. Denn wir würden dann den Grund unseres Seins erkennen. Wir würden das Wasser sehen, des Ozeans, da hineinschauen. Und wenn das sehr klar ist, auch sehr tief schauen und nicht nur die Welle, die durch Wasserbewegung entstanden ist und mit der wir uns identifizieren und glauben, das wären wir ja schon. Das wäre schon alles. Deswegen ist es dem Teil so wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir eben nicht nur Welle sind mit Anfang und Ende, sondern dass die Welle erkennen muss, dass sie auch Wasser ist und somit ihre wahre Natur entdeckt in der Stille. In der Soheit, so wie es ist. Und nicht, wie wir es gern hätten, es uns vorstellen, durch falsche Vorstellungen, durch falsche Wahrnehmungen, durch falsche Denkweise, durch den Einfluss des Egos, es ständig verwischen und vernebeln. Und dadurch Maya entsteht, sozusagen eine Wirklichkeit, die gar keine Wirklichkeit ist. Und das Abbild ist eben das, was weder das Abbild noch die bloße Vorstellung entspricht der Realität, der Wirklichkeit. Es ist eine illusorische Welt der Abbilder und der bloßen Vorstellungen, in der wir leben. Fast immer leben. Und nicht die wahre Welt der Dinge an sich. Und durch falsche Wahrnehmungen entsteht ja Furcht, Ängste, Unwissenheit. Dem berühmten Beispiel der Schlange, nicht, vor der ich entsetzt davonlaufe und bei genauem Besehen, wenn Licht drauf fällt, also Klarheit, sehe ich, dass es ein Strick ist, der da liegt, oder mich so entsetzt hat, ich gemeint habe, eine Schlange liegt da. Das ist also, dass viele Ängste und Befürchtungen und Sorgen und die ganze Unwissenheit dessen, was wirklich war, das Wasser des Ozeans ausmacht,
was er ist, dass er durch falsche Wahrnehmungen entsteht. Aber die fünf Sinnesorgane, die wir haben, riechen, hören, tasten, schmecken, sehen, können die Dinge an sich berühren. Sie sind dazu fähig. Das heißt, sie können diesen unmittelbaren Kontakt herstellen. Ihr kennt ihn ja. Es ist wichtig, dass wir das uns immer ins Bewusstsein halten, dass dieses Bewusstsein diese Möglichkeit hat. Hier. Diese unmittelbare Verbindung der Welt an sich zu entdecken, zu sehen, die nicht uns so viel Illusion und falsche Vorstellung und Enttäuschung und damit auch Leiden bringt. Und in allen drei Wahrnehmungsfeldern, ach so, die bloße Vorstellung sei auch erwähnt, das ist also der Bereich, den wir nur mental schaffen, nur vom Geistigen her uns vorstellen. Also Träume beispielsweise würden dazu zählen zur bloßen Vorstellung. Erinnerungen, Visualisationen, alles das, was wir selbst sozusagen produzieren und in unserem Geist schaffen und was nicht mit der Außenrealität in einer Beziehung steht, sondern nur Erinnerungsbilder sind, die wir hochbringen, das ist dann das dritte Feld der Wahrnehmung, der bloßen Vorstellung. Ich habe es vorher genannt. Hm? Auch, trotz aller Logik. Es ist eine Welt der Vorstellung in dem Fall. So sehr sie für uns von Nutzen ist. Okay, braucht man nicht drüber reden. Govinda hat gesagt, Wirklichkeit ist immer das, was wirkt. Wenn es Wirkung hat, dann ist es deine Wirklichkeit. Das können auch Felder der bloßen Vorstellung sein. Wenn ich mir einen Bodhisattva Avalokiteshvara so intensiv vorstelle, mit ihm eine Beziehung herstelle, eine Schaubildentfaltung, dass er für mich sehr lebendig, oder Maitreya oder Jesus oder wer auch immer, sehr lebendig wird und ich mich dafür öffne, für diese geistige Kraft, die ich ihm gegeben habe durch mein Bild, das ich von ihm mache. Und wenn das eine Gegenwirkung hat, dann ist doch ganz klar, dass jene Wirklichkeit, die eigentlich eine Wirklichkeit der bloßen Vorstellung ist, Wirkung hat auf mich. Insofern sind eben auch alle Schaubildentfaltungen und alle Vorstellungen, die wir intensivst üben, wenn das insbesondere im tibetischen Tradition des Buddhismus, haben Wirkung. Es ist also nicht die Frage, ob etwas realiter existiert oder nur in unserem Geist existiert. Es kommt nur darauf an, hat es Wirkung oder nicht auf uns. Und dann ist es unsere Wirklichkeit, nicht die vom Nachbarn. Und jeder hat seine Wirklichkeit. Es gibt so viele Wirklichkeiten und so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Bis auf die relativen Wahrheiten, die wir als endgültige Wahrheiten betrachten, wie einmal eins ist zwei. Bitte auf die Matte zurückzukommen. Aber unsere Wahrheit, die wir sehen, neben jener, die also sozusagen konstruktiv konstruiert ist, durch Logik, durch unseren Verstand geprägt, gibt es einige. Gehen wir in die Geisteswissenschaften, wird schon sehr fraglich in Bezug auf endgültige Wahrheiten, Philosophie, in der Psychologie, in anderen Bereichen. Da wird ständig Neues entstehen. Und die Wahrheiten, die wir kennen, sind alle relative Wahrheiten. Es gibt im Buddha Dharma kein Absolutum, nichts, was aus sich heraus entstanden ist und keine absolute endgültige Wahrheit, Klammer Offenbarung. Sondern jeder Mensch wird im Grad seiner Reifung, im Grad seines Fortschreitens Neues entdecken und Neues sehen. Und darum sollte man nicht für Dogmen, wie es in unserer Ordensregel steht, die wir alle, die auch da oben hängt, die 14 Übungen, Nummer 1 und 2, sollten wir nicht für Dogmen sterben wollen oder kämpfen müssen, weil wir wissen, dass es in Wirklichkeit keine Dogmen gibt, sondern es sich ständig mit unserer Reifung und unserer Erkenntnis verbreiternde, verändernde Wahrheit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir uns über Bewusstsein Gedanken machen, auch das mal deutlich wird. Diese drei Wahrnehmungsfelder haben, und das ist auch ganz wichtig, 18 Elemente des Seins. In diesen 18 Elementen ist eigentlich alles enthalten. Es sind diese 6 Sinnesorgane, die wir haben. Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper, Geist.
Und die sechs Objekte der Wahrnehmung, sonst könnten wir nichts wahrnehmen, und die sechs Formen des Bewusstseins, die notwendig sind, um wahrnehmen zu können, damit also der Wahrnehmende überhaupt das Wahrgenommene sehen kann oder hören oder fühlen oder schmecken oder tasten. Und diese 18 Elemente sind Manifestationen, Erscheinungen unseres individuellen und kollektiven Bewusstseins. Da entsteht das. Wir nennen sie oft alle Erscheinungen. War da was unverständlich? Letztens. Kann ich euch helfen? Die Formen des Bewusstseins, die Form. Also Sehbewusstsein, Hörbewusstsein etc. Du brauchst also den Sinn selber, sozusagen das Subjekt, du brauchst das Objekt, nämlich das Objekt der Wahrnehmung, dass da draußen eine Form oder eine Farbe ist. Und du brauchst die Form des Bewusstseins, sonst kannst du das nicht zusammenbringen. Das sind die drei. Mal sechs sind dann die 18 Elemente. Und sie sind die Manifestation des individuellen und zugleich kollektiven Bewusstseins. Oder sind sozusagen die Dharmas, alle Erscheinungen, die wir in dieser Welt wahrnehmen können. Mehr können wir nicht. Und das ist sowieso begrenzt genug. Siehe unser Hörbewusstsein, wie viel Ebenen dessen, was ein Vogel oder ein Hund hört, wir eben nicht hören. Und. Als Beispiel jetzt, wie eingegrenzt wir darin eigentlich sind. Aber immerhin, das ist das, womit wir Welt wahrnehmen können. Mit Mehrheit nicht. Es seien durch ein paar technische Geräte noch, dass wir dann die Vorstellung entwickeln können, naja, da ist ja sonst noch was, nicht? Das plötzlich hören wir, wie die Wale pfeifen oder singen und ähnliches, ja? Weil wir das uns sichtbar oder hörbar machen können durch Riesenteleskope oder durch empfindliche Sonargeräte und so weiter. Das ist alles, was wir haben, diese 18 Elemente des Seins. Und sie sind, das haben wir heute früh gehört, leer. Leer wovon? Leer von Eigensein. Sie haben keine eigene Substanz, sondern stehen nur in der Beziehung zu anderem. Es gibt nichts, was für sich selber existieren kann. Das ist auch sehr wichtig, dass wir davon ausgehen. Und ich habe hier ein Beispiel, das der Thay erwähnt, nämlich für diese, dass es individuell und zugleich auch kollektiv ist, hat er das Beispiel genommen, sobald wir eine Kerze anzünden, werden verschiedene Bereiche in unterschiedlicher Entfernung beleuchtet. Der Bereich direkt um die Kerze herum, ein etwas weiter entfernter und schließlich ein noch weiter entfernter Bereich. Zünden wir eine zweite Kerze an, so beleuchtet auch sie unterschiedliche Bereiche. Aber zusätzlich kommt noch das Licht der ersten Kerze mit variierender Intensität dazu, weil ja noch eine da ist. Sobald wir die zweite Kerze entzündet haben, gibt es keinen einzigen Bereich mehr, der nur von dem Licht einer einzigen Kerze erhellt würde. Stets ist auch das Licht der jeweils anderen Kerze beteiligt. Und bei den verschiedenen beleuchteten Bereichen handelt es sich also nicht um eine rein individuelle Manifestation dieses Lichtes. Sie sind gleichzeitig kollektiver Natur. Ich glaube, damit wird das, mir hat das Beispiel gefallen, weil damit deutlich wird, dass eben nichts für sich allein brennt und existiert. Es gibt, das müssen wir natürlich jetzt folgern, es gibt keine Einzelkerze, die da, um zu verstehen, dass es also wir alle Kerzen sind. Manchmal sind wir Blumen, manchmal sind wir Kerzen, die ihr Licht haben. Manchmal flackernd und klein und manchmal strahlend und hell. Aber sie alle sind miteinander in Verbindung. Es gibt dann eben diese Teilmengen und es gibt eben nichts, was ganz für sich allein wäre, sondern immer beeinflusst ist, auch von dem anderen, von dem Kollektiv. Und so ist es mit dem Bewusstsein auch. Das finde ich wichtig, dass wir das ganz tief verstehen lassen. Es kommt nachher ein langes Beispiel, das ich heute weglassen möchte, wie unser Leben sich in den sechs samsarischen, also Alltagsbereichen abspielt und wie wir an einem Tag göttergleich sein können, Gratsche ist und nichts fehlt mir und es sollte doch so bleiben, um mit Faust zu sprechen, ja, festhalten, das ist die ideale Situation, die ich gerade erlebe. Ich hoffe im Maitreya-Haus. Und es gibt den Bereich der Asuras, den andere Lebensformen, jener, die kämpfen, jener, die ehrgeizig sind, jener, die an eine Stelle der Götter wollen, jener, die fighten, also das gesamte Management, Bewusstsein und alles, was so an Negativen damit verbunden ist, kämpfen, auch Militärs und so, Politiker, Macht, Einfluss, Konzerne, das könnte man alles darin sozusagen hineintun in die Welt der Asuras, der Gegengötter.
Und da ist viel, viel Macht, Streben und Rücksichtslosigkeit mit drin. Und auch das können wir an einem Tag in uns selbst erleben, dass wir uns in diesem Lebensbereich aufhalten. Also ich habe es erlebt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Konkurrenz und Feiten und ich bin besser und den mache ich mit Argumenten, schieße ich den raus. Und wisst man doch alles, nicht, Stefanie? Ja, gut. Wir sind im Bereich der Menschen, können wir auch sein. Menschlichkeit, viele Fragen, viele Zweifel, viel mit dem Selbstbewusstsein in Kontakt, viel im Garten hin und her laufen, aber nicht im Garten arbeiten, sondern einfach, ach das und das müsste ich auch noch. Und die Unruhe, die innere Qual des Menschen, die so oft beschrieben wurde in wunderschönen literarischen Darstellungen. Plötzlich wieder den Rilke angeschaut, das Stundenbuch, es ist unglaublich. Oder Novalis, wenn wir anschauen. Ein weiteres Bereich sind die der Tiere, das Stumpfsinnige, das Automatische, das ständig Ängstliche, das immer wieder Bedrohte. Das ist damit charakterisiert. Ich weiß, dass Tiere ganz anders sein können und dass die Freiräume, die sie sicher auch haben, die gewaltig sein mögen, jetzt hier für dieses Beispiel nicht, sondern wo wirklich die negative Dumpfheit und Stumpfheit, die eben auch in unserem Leben auftaucht, dass wir auch in diesem Lebensbereich sind und rein automatisch arbeiten und keine Sonne und keinen weiten Himmel sehen, sondern nur Wolken, Wolken, Wolken. Auch das ist am gleichen Tag möglich und so auch dann letztlich die Hungergeister und die Höllenwesen, die in völlig negative Lebensbereiche abgedriftet sind, wo es nur noch Verzweiflung gibt und großes Wehklagen und Traurigkeit und Einsamkeit und Verzweiflung. Es ist ein Bereich, der weit unseren Rahmen der Bewusstseinsbetrachtung sprengen würde. So interessant es ist, das psychologisch zu deuten, wie diese sechs Lebensbereiche im Rad des Lebens ständig ein Teil von uns sind und unser Bewusstsein in Korrespondenz steht, in welcher Welt wir uns sozusagen gerade aufhalten. Aber das ist ein Thema, das ich am 6. Oktober hier 4 Tage lang, so wie jetzt, das Bewusstsein mit dem Titel Rat des Lebens in seiner weltlichen Form, also von Unwissenheit ausgehend und in seiner überweltlichen Form von Wissen, von Einsicht, von Verstehen ausgehend, wie sich dieses Rat des Lebens gestaltet. Mit dem Außenrand des Rades, dem Edlen und auch den Unedlen. Kette des bedingten und abhängigen Entstehens, was sozusagen die Grundlage für Intersein war, um daraus Intersein zu entwickeln, wie mir Thay erklärt. Aus dieser Kette des bedingten, abhängigen Entstehens, die um dieses Lebensrad läuft, in dem in der Mitte als Narbe Gier, Hass und Neid steckt, jene drei Grundenergien, die das samsarische Rad antreiben, mit 6 Feldern, die ich gerade erwähnt habe. Also ein Ausflug jetzt auf ein Thema, das im Oktober bei uns anstehen wird. Wir haben heute Morgen auch von den 3 Dharma-Siegeln gehört, diese Tore zur Wirklichkeit. Auch sie kann ich nur streifen, obwohl sie auch diese, wie das Lebensrad, in ganz engen Kontext stehen, im Zusammenhang mit unserem Bewusstsein. Insbesondere mit dem Geistbewusstsein, auf das wir morgen zu sprechen kommen. Nicht Dauer, Anicca, Veränderung, ständige Veränderung. Und nicht selbst oder nicht ich, Anatta, sind die beiden Schlüssel, die beiden entscheidenden Schlüssel zur Öffnung des Tores in die Wirklichkeit oder zur Erkennen des Wassers als Welle. Denn das 3. Dharma-Siegel ist Nirvana, frei von Angst, von Furcht, frei von Egoismen, frei von Vorstellungen und Wünschen, in seiner reinen, klaren Form. Das sind die 3 Dharma-Siegel, die, wenn wir sie in unserer Praxis einsetzen, zu erkennen, wie sich ständig alles verändert und nichts von Dauer sein kann, auch wenn wir daran festhalten und damit uns selber Leiden verursachen. Und wie wir eine Erfahrung machen können, dass es eben das Ich nicht alles ist, nicht Anfang und Ende. Und sozusagen Manas auf den rechten Weg bringen. Diesen Teil unseres Bewusstseins zu verändern vermögen,
indem wir unser Speicherbewusstsein in eine Möglichkeit versetzen, durch Einladung der rechten Samen, durch die rechte Gärtnerei sozusagen, mit Manas eine neue Form der Kommunikation zu finden, damit das nicht mehr, das Manas ständig sich darin als selbst zu erkennen versucht und daraus das Ich entwickelt, das uns besetzt hält. Dazu brauchen wir die drei, die beiden ersten Dhamma-Siegel auf alle Fälle und der dritte Intersein, Verwobenheit zu erkennen, wird unser Ich einerseits auflösen im Sinne transparent machen, durchlässig machen, verändern, den Bezug herstellen zu allem anderen, dass wir nicht mehr allein und isoliert sind und wird auch die Tür öffnen zu Nirvana. Und wenn wir nachher von Bijas, von Samen und Gebilden sprechen, dann wisst ihr doch, dass Samen eben Erscheinungen sind mit der Kapazität manifest zu werden. Die sind nicht da. Das ist die Kapazität. Auch Erleuchtung ist ein Bija, ein Samen, der unverlierbar in unserem Alaya drin ist. Aber ein Samen bedeutet ja nicht, dass er uns verfügbar ist. Im Tagesbewusstsein, er ist noch nicht erschienen, nicht manifest. Das ist ein Samen in der Erde. Gebilde aber, das wären schon manifest gewordene Phänomene. Samen, die zur Reifung gelangen und die für uns verfügbar sind. Die schöneren, die heilsamen, wie die unheilsamen, wie die weniger schönen, die negativen, wie die schönen. Und insofern sollten wir auch unterscheiden, wenn wir von Bijas reden, das ist ja noch nicht da, aber es ist vorhanden, aber nicht für uns verfügbar. Dann wären wir ja auch alle erleuchtet inzwischen, wenn der Erleuchtungssamen für uns schon verfügbar wäre. Wir wären dann alle schon Buddhas. Ich sage, und der Thay sagt es auch, jeder ist ein Buddha, ein erwachter, erleuchteter Mensch, von seinem Potenzial her, das er in sich hat. Jeder. Es gibt nichts, das dieses Potenzial nicht in sich hätte. Die Frage ist also, wie wird es daraus ein Gebilde? In anderen Worten, wie kriegen wir es in Erscheinung? Und alles, was in Erscheinung tritt, in unser Tagesbewusstsein, Mano, wird gestärkt. Auch die Samen sind in ständiger Wandel und Veränderung. Und dieses ständige Geborenwerden und Sterben findet ständig auch im Bewusstsein jeder Körperzelle statt. Die Zelle weiß das. Nur wir wissen es nicht, dass das ständig passiert, weil wir sozusagen keinen unmittelbaren Bezug darauf haben, wie viele Millionen Zellen in diesem Moment in uns sterben und geboren werden. Geboren werden, Klammer Zellteilung. Wir wissen es nicht. Wir spüren es auch nicht. Wir spüren es bloß dann, wenn Zellen revolutionieren. Nennt man dann Karzinom. Und wir merken, wenn wir bestimmte Samen dann oft zu Gebilden machen, das heißt in unser Tagesbewusstsein einladen oder uneingeladen, wie sie stärker werden. Und immer öfter kommen, während andere vertrocknen. Und darum ist diese Gärtnerei und Pflege so wichtig. Wenn ich den Samen der Wut ständig bei jeder Gelegenheit Energie zuschiebe und ihm gestatte, in mein Tagesbewusstsein zu treten, ohne dass ich Freund Sati Energie der Achtsamkeit dazuschiebe, dann wird dieser Samen immer stärker werden, kräftiger und wird immer wieder zu neuer Reife stoßen, durchstoßen, wie so bestimmte Pflanzen ja auch, die von einer unglaublichen Vitalität sind und selbst durch die Betondecke oder Teerdecke, wollte ich sagen, durchkommen. Teerdecke, ja. Und so kann er aus unserer Wut uns etwas zum Choleriker machen, dass wir nur noch wütend sind. Warum? Weil wir sie oft genug eingeladen haben, oft durch Zerstreutheit, einfach durch automatisch und Gewohnheitsenergie und oft bewusst eingeladen, weil wir uns darüber ärgern wollen. Ja, dieser Kerl hat, dem gebe ich es jetzt aber. Ja. Und das macht uns kaputt. Das macht einen so starken Samen, so kräftigen Samen, mit so viel Vitalität, dass er bei jeder Gelegenheit ein Stichwort findet, zum Schluss, ohne dass wir es noch betonen brauchen, um uns zu besetzen. Und wenn ich dann noch dazu sage, ich bin wütend, dann wird es natürlich doppelt schlimm, weil dann die Identifikationskette auch noch geschlossen ist. Würde ich sagen, ha, da ist Wut, die kenne ich ja schon, hoch, bist du auch schon wieder da. Was ist es denn jetzt in mir? Was bewirkt denn das? Warum habe ich da wieder begossen? Dann wird diese Deidentifikation ein großes Hilfsmittel,
Nicht um sich zu schlagen und sozusagen sich zu verlieren in dieser Wut, von ihr besetzt zu sein. Und dann bin ich es tatsächlich, wenn ich so besetzt bin, dass dieser Identifikationsvorgang abgeschlossen ist mit dem Gefühl und mit meinem Bewusstsein. Denn das Gefühl ist ja nicht Bewusstsein, aber es kann es beeinflussen. Und je stärker ich mich identifiziere und Manas sich die Hände reibt, umso kraftvoller wird diese Geschichte. Und nachdem wir wissen, dass sowohl den Manas, also dieses Ich-Bewusstsein, wie auch das Speicherbewusstsein Tag und Nacht arbeiten und somit einen permanenten Kontakt stehen, selbst wenn wir schlafen oder ohnmächtig sind oder was weiß ich, geht das weiter, könnt ihr euch vorstellen, welche Dynamik dann in einem solchen Prozess ist. Und wie wichtig deshalb unsere Praxis ist, genauer mit Sati hinzuschauen, was da kommt, uns einen Schritt zurück wegzunehmen von dem Gefühl. Übrigens, ich mache das auch mit freudvollen Gefühlen manchmal, um nicht euphorisch zu werden und mir dann überschwängliche Vorstellungen zu machen. Ist das toll, wenn ich das schon höre. Ja? Also das war einfach gewaltig, großartig. Kommen sie dann heim von irgendeiner Reise oder von Plum Village und dann sind sie völlig flatterig. Da bleibe ich ruhig, keine großen Wellen. Dann sagen mir natürlich Freunde, ja, du musst doch auch mal richtig so ganz glücklich und strahlend und alles wunderschön finden. Sag ich, ja, das brauche ich doch nicht auf diese Weise ausdrücken. Ich brauche doch nicht auf diese Weise sozusagen Übertreibung in meinem Inneren herstellen, um da besonders glücklich zu sein. Mein Glück ist von stillerer Art, aber auch der Schmerz dann. Die Frage ist, wozu wir uns entscheiden, ob uns dieses Auf und Ab gefällt und wir sozusagen unser Bewusstsein immer anschaukeln auf to be happy in any case, auf glücklich sein, das Drücken, aber auch genauso dann tief traurig und in viele Schmerzenstäler auch gleich wieder runterfallen und alles ist nichts mehr und ich bin völlig verzweifelt und es gibt überhaupt nichts mehr, was Schönes, weil irgendein Punkt schief geht, nicht? Und wo ich glaubte, da ist mein Glück und das hat jetzt nicht funktioniert, diesen Job nicht gekriegt, diesen Partner nicht gekriegt, das ist nicht passiert, jetzt bin ich der unglücklichste Mensch der Welt, nichts stimmt mehr. Kein Blick mehr dafür, was es an Schönen und Wunderbaren immer noch gibt, was da ist, was wir gar nicht zu entdecken brauchen, sondern nur, ja doch, entdecken, schauen, aufnehmen, aber nicht erst produzieren müssen. Es ist schon da. Und jedes Gänseblümchen wird uns dabei helfen, dies zu entdecken. Ich hoffe, das wird ein bisschen deutlich, wie wir mit uns umgehen können, sollten. Es gibt noch ein wunderschönes Beispiel, das möchte ich auch noch zitieren. Ihr kennt alle das Beispiel vom Indrasnetz. Indrasnetz, ja. Gefällt mir so gut, dass ich es immer wieder auch für mich selber ansehe, um Indrasein besser zu verstehen. Ich frage jetzt niemanden, wer es nicht kennt, weil natürlich das alle kennen, ist mir klar. Also lassen wir es, sondern ich zitiere ganz kurz etwas noch da draus. Und dann haben wir eine gute Gelegenheit, vielleicht mit einer kleinen Pause zu verschnaufen und zwei Qigong-Übungen zu machen. Michaela, wärst du da einverstanden und bereit? Wo ist er denn? Da hinten, ja. Wunderbar. Das Netz des Gottes Indra, also Hinduismus, ist ein gewaltiges kosmisches Gewebe mit kostbaren Juwelen an jeder Kreuzungsstelle der Webfäden. Hängt ein Juwel. Millionen und Abermillionen Juwelen sind so zu einem Netz verwoben, wobei jedes Juwel wiederum viele Facetten hat. Es ist unser Geist. Und jede Facette eines jeden Juwels spiegelt sämtliche anderen Juwelen. Jede Facette, sämtliche anderen. In der Welt des Avatamsakas, eines der berühmtesten Mahayana-Sutren, die konzentriert der Thai in diesem 3-Wochen-Retreat, das er jetzt am 1. Juni anfängt, behandeln will. In der Welt des Avatamsaka im Indras Netz ist das eine in allem, ist das eine in allem gegenwärtig und alles in einem. Ist das eine in allem gegenwärtig und alles in einem. Die buddhistischen Gelehrten illustrierten mit diesem wunderbaren Bild das Prinzip der wechselseitigen Abhängigkeit und Durchdringung. Dann leitet er davon ab, eine Blume besteht aus Nicht-Blumenelementen und so weiter, wie Wolke, Erde, Sonnenschein. Und ohne das gäbe es die Blume nicht und das ist Intersein und würde ein Element fehlen, wäre die Blume nicht mehr da. Und wenn das alles nicht da wäre, wäre ich auch nicht da und du wärst auch nicht da. Und deshalb, weil du da bist, kann auch ich da sein. Das finde ich schön. Schaue ich es wohl die ganze Zeit an, aber sie guckt mich nicht an, das macht ja nichts. Sie gerade vor mir sitzt.
Und dann hat er also den David Bohm mit seiner expliziten und impliziten Ordnung als weiteres Beispiel angeführt und hat einfach gesagt, in dem Sutra wird deutlich, dass viel älter ist als der Herr Bohm, aber er kommt auf den gleichen Schluss, dass der Kosmos, alle Phänomene in ihm Teil von Indras Netz sind. Wir erkennen, dass Konzepte wie eins und viele und wie kommen und gehen, kollektiv und individuell, oben und unten, ja sogar sein und nicht sein, auf die letztendliche Wirklichkeit nicht anwendbar sind. Und das geschieht dann, wenn wir eine solche tiefe Verbindung mit Alaya eingegangen sind, in dem Sehen des So-Seins, dass wir darüber hinausgehen können, über Grenzen des Bewusstseins, um das zu erfahren, nicht zu erdenken und auch nicht zu erzählen, was außerhalb des Bewusstseins für uns da ist und verfügbar wird, weil es immer da ist. Wenn also die Welle das Wasser erkennt. Und wir können nicht mehr tun, als jeden Tag gießen, fleißig, fleißig gießen. Oh, achtsames Tun. Und dann wird die Blume des Verstehens blühen in unserer Erde. Und wir werden die Samen zusammen mit unserem Geistbewusstsein, mit Mano, zum Wachsen bringen. Und der wird von, wenn wir es nicht tun, dann wird er halt vertrocknen. Wir werden lange Wege der Verwirrung, der Unwissenheit und des Leidens gehen. Aber wir sind ja schon so lang gegangen, vielleicht ist es gut so, wenn wir noch ein Stück weitergehen, obwohl es schade ist, wenn wir darum wissen, dass es einen Weg daraus gibt, aus dieser Wüste des Geistes, die sich um sich selber dreht. Der Gärtner kann nicht die Arbeit der Erde tun, aber er kann Vertrauen haben, dass es die Erde tun wird. Das ist etwas, das wir entwickeln müssen. Und durch Übung und Erfahrung mit der Übung wird das Vertrauen wachsen. Ich kann euch versichern, mir kann man es nicht mehr nehmen, solange ich jetzt noch in dieser Form da sitze. Das ist nicht möglich. Es ist zu tief geworden. Und einfach erhärtet, ist klar geworden durch lange Jahre der Übung, die auch viel Rückschläge beinhaltet haben und viel Traurigkeit und Einsamkeit und was alles halt mit dazugehört. Aber irgendwann waren wirklich auch die letzten Wolken aufgelöst in Bezug auf die Sicht zum Vertrauen hin. In das, wovon ich dauernd so gern sprechen will. Es ist nun Zeit, dass wir uns auch mit Manas beschäftigen. Dieses Bewusstseinsfeld, diese Kategorie unseres Bewusstseins, eigentlich beides, entsteht aus dem Alaya Vijnana, aus dem Speicherbewusstsein. Und macht sozusagen einen Mini-Teil des Alaya aus. Es ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen beiden da und ich habe erwähnt, dass sie in einer ständigen Kommunikation sind. Und Tag und Nacht tätig, im Gegensatz zu den anderen sechs Bewusstseinsformen. Und dieses Manas macht also einen Mini-Teil des Alaya zum Objekt seiner Beschäftigung. Und sagt dann, und dieses Teil, auf das ich schaue da, ist das Selbst. Und es greift sofort, klammernd danach, hält es fest. Ah! Ein Selbst. Ich habe ein Selbst. Teilt es überall hin mit, in alle Bewusstseinsecken. Und die Energie von Manas ist Denken, denn es steht ja in einem unmittelbaren, es hat ja nur zwei Beziehungslinien, zwei Energielinien, dass dieses Bewusstsein einmal zu dem, mit dieser Selbstidentifikation zum Alaya und zum anderen zum Mano, zum Geistbewusstsein, das ja hauptsächlich Denken ist. Also ist natürlich auch die Energie von Manas zum großen Teil Denken. Vergleichen, bewahren, greifen, wertendes Unterscheiden vor allem auch. Immer bewerten, beurteilen, unterscheiden. Das ist so und das ist so, das mag ich nicht.
Ob das ist angenehm und das ist unangenehm. Das, was wir ständig tun in unseren eigenen stillen Prozessen und Denkvorgängen, die ja auch bei uns oft pausenlos ablaufen. Und wenn wir nicht genau aufpassen, sind wir voll drin in dem Manas-Bewusstsein, weil wir auch anfangen zu vergleichen, zu denken, zu bewerten, zu beurteilen. Das will ich nicht. Und ständig dieses Selbstgespräche finden permanent statt, wenn wir nicht aufpassen. Die Energiequelle von Manas sind eben die Gewohnheitsenergien, sind viele Verblendungen, also falsche Sichtweisen, solche Notions, solche Vorstellungen, wie ich sie gestern im Diamantsutra als Beispiel anführte. Da fängt es an und da hört es auf und das ist lebendig und das ist tot und da ist Sein und da ist es Nichtsein. Und all diese verblendeten Ansichten, diese Unwissenheit und grundsätzliches Begehren. Im Buddha-Dharma heißt es, dass der ganze Lebenskreislauf ja hauptsächlich entsteht durch Tanha, durch Begierden, durch Greifen, durch Halten, durch Klammern und durch immer wieder neues Begehren. Ganz gleich, auf welchem Feld dies stattfindet. Und sei es nur das Begehren zu sein, um ja nicht nichts zu sein, weil wir keine Vorstellung davon entwickelt haben, außerhalb des dualen Systems, dass es Sein und Nichtsein wirklich nicht die Frage ist. Ab einem bestimmten Punkt. Nämlich wenn wir mit dem Wasser in Berührung kommen, dann geht es nicht mehr um Sein und Nichtsein. Aber solange es uns um Sein geht und diese riesige Furcht vor Nichtsein da ist, meist gekoppelt mit der Vorstellung Sterben und Tod und schwarze Löcher und Sarg, hat Manas eine immense Energie, Tag und Nacht. Und das ergreift dann das selbstgeschaffene Bild, das Abbild der Wirklichkeit. Das ist sie nicht, aber es ist das Bild. Und hält daran als sein Objekt fest. Und damit wird unser Geist versklavt. Das ist sozusagen der ganz negative Aspekt der Tätigkeit dieses Bewusstseins. Dieses Teil unseres Bewusstseins. Ich sage gleich, und das haben wir gestern schon gesagt, dass es natürlich auch positive Aspekte hat. Es gibt ja nichts, was nur negativ wäre. Und das ist auch hilfreich. Und insofern sollten wir genau hinschauen, was uns nützt dabei, bei dem, was Manas bringt. Und das, was wirklich uns unseren Geist und auch unser Leben teilweise einengt und dieses Gefängnis dicht macht. Manas ist Liebe zum Selbst. Aber wirklich narzisstisch gedacht jetzt. Liebe zum Selbst, nicht diese Selbstakzeptanz, die wir in der Meditation üben. Ich bin bereit, mich anzunehmen und Ja zu mir zu sagen. Das ist ganz was anderes. Da geht es darum, unsere Widerstände gegen uns selbst, unsere Ansprüche an uns selbst zu reduzieren. Uns wirklich umarmen zu können, so wie wir sind. Und es fällt vielen Menschen schwer, wie ihr wisst. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich mag mich inzwischen so, dass ich ganz zufrieden bin. Nicht Zufriedenheit in dem Sinn, dass keine Veränderung mehr erforderlich wäre, dass nicht harte Arbeit immer noch drinsteckt in diesem Wunsch, das freizusetzen, was da ist. Aber ich bin nicht bereit, für meine Rückschläge und so in Kauf zu nehmen, dass ich mich nicht mehr mag. Das mache ich nicht. Das sollte euch auch so gehen. Es ist wichtig. Aber Manas ist die Liebe zu einem Selbst, das idealisiert ist sozusagen, nicht zu diesem Ich, zu ganz Besonderem angeblich. Und Manas ist auch ein Liebhaber, wie Thay mal ausgedrückt hat, vom Alaya-Vijnana, von Alaya. Sein Wesen ist Anhaftung. Und weil es auch das Alaya-Vijnana für ein Selbst hält, unsere Erde, mit Eigensubstanzen, und nicht, dass sie auch leer ist, wie alle Bewusstseinsklassen, ist das Ergebnis Leiden. Aber Manas hat eben auch den Überlebensreflex in sich. Ja, das ist eine ganz starke Energie, nämlich instinktive Abwehrmechanismen. Sozusagen Automatismen, die stammesgeschichtlich ältesten Hirnschichten haben. Das Interesse des Überlebens. Ich muss das bewahren, was da ist. Schützen, ständig schützen. Und dazu braucht es eben auch dieses Selbst oder Ich und wird ganz nervös und hat eine Menge Tricks in der Kiste, wenn es plötzlich glaubt, dass das so nicht mehr genügend geschützt und bewahrt und in uns lebendig ist. Wenn wir da etwa ablegen wollen oder durchlässig werden wollen und so, oh, da wird es ganz nervös. Ja. Und das, weil es diesen alten, uralten, evolutionären Geist und
Kraft in sich hat, zu bewahren und deshalb diese Abwehrmechanismen in sich trägt. Das darf nicht passieren. Da muss ich ablehnen. Da muss ich. Und wir haben ja das Problem heute, dass wir eben nicht mehr auf den Bäumen leben. Und deshalb die Idee, da ist Gefahr, entweder kämpfen, drauf, und ich werde stärker sein, oder flüchten, wegrennen. Beides können wir nicht mehr. Ich kann eben nicht in einer Stresssituation dem Chef eine knallen, aber ich kann auch nicht weggehen und sagen, hab mich gern, lass den Job beim Teufel. Das wären Extremsituationen, die wir in der Wüste, in der Wildnis machen können, aber nicht mehr in unserem sogenannten zivilisierten Umfeld. Und das bringt dann eben doppelten Stress. Jene Verdrängungsmechanismen, die wir dabei dann aufbauen müssen und jene Kräfte, die wir einsetzen müssen, um Stresssituationen auf andere Weise zu bewältigen, wenn wir voll sind mit Adrenalin und mit, wie heißt es, andere Mittel, das so pusht, fällt mir gerade ein, Cholesterin ist es nicht, nein. Ja, wer sagt das? Nein, hä? Ja, es sind Endorphine, das ist aber mehr beruhigend. Genau, Cortisol. Jetzt haben wir es. Das wollte ich sagen. Cortisol noch dabei. Und wenn das pusht, beides, ja, dann ist der Körper in Alarmbereitschaft und da muss doch was passieren. Ich werde bedroht und wir machen nichts. Wir stecken es weg, wir werden ruhig. Nicht? Und dann sitze ich da in der Erregung und möchte meditieren. Bin aber voll mit Adrenalin und Cortisol. Und das sind die Gefahren für Stress. Situationen, die wir auch da, wie der Freund sagt, die rechtzeitig erkennen und auf eine angemessene Weise uns verhalten sollten. Ich habe ja, glaube ich, hier auch über Stress mal ein Seminar gemacht. Gell? Wie entsteht er, wie wirkt er, was können wir dagegen tun, welche Möglichkeiten haben wir? Und ich mache das jetzt gerade bei Würzburg auch in ein paar. Ja, Manas ist daran beteiligt und will das Beste, Überlebensreflexe sichern und erst immer wieder neu erzeugen. Und das Objekt von Manas ist eben das Selbstbild. Im Bereich der Einbildung, der Abbilder, nicht der Wirklichkeit, diese Vorstellung zu haben. Und dadurch, da wir da in der Welt der Bilder leben, der Abbilder, also in diesem zweiten Feld der Wahrnehmung, wo Verliebtsein und solches dazugehört, dann gibt es immer ein abgetrenntes Erleben dadurch. Und Stolz, Zorn, Eifersucht, Angst, Glauben im Sinne von Fürwahrhalten, Konzepte, Vergleichen, Klammern, Argumentieren. Da fühlt sich, in dem Bereich fühlt sich Manas wohl. Das ist seine Welt. Dadurch wird das Selbstbildnis gestärkt. Und es hat die größte Freude, wenn unser Selbstbewusstsein im Sinne eines Ichs, eines getrennten, klaren Ichs, da bin ich und da die anderen. Wenn das wächst und stark wird, dann ist Manas glücklich. Und wird immer wieder versuchen, dass die Erde möglichst viel davon hervorbringt, um eben das Überleben zu sichern. Und dieses Manas hat aber keine, auch das ist wichtig, dieses Bewusstseinsfeld, keine unabhängige Selbstexistenz. Es ist also nicht sozusagen für sich wirksam, wie kein Bewusstseinsfeld für sich allein existieren kann. Auch da gilt Intersein. Sondern es ist immer wieder, hat seine Wurzeln, seine Basis im Alaya. Und wenn wir Alaya verändern, und das ist möglich, verändern wir zugleich Manas. Geht gar nicht anders. Das ist gekoppelt. Und so wie die Augen die Basis sind für unser Sehbewusstsein, sonst hilft das ganze Sehbewusstsein nicht mehr, wenn wir keine Augen haben, wenn wir blind sind, und die Ohren die Basis fürs Hörbewusstsein, das können wir halt nichts mehr hören, ist nur noch als Melodie in unserem Hirn laufen lassen, in einer Bewusstseinsebene, wie der Beethoven zum Schluss oder so. Symphonien hören, ohne sie wirklich zu hören, ist schon gewaltig dann, nicht? Zu komponieren. So also wie Augen und Ohren die Basis sind für Hör- und Sehbewusstsein, ist eben Manas auch die Basis für das Geistbewusstsein. Denkbewusstsein, Mano, kann nicht existieren, wenn es nicht als Basis, als Grundlage Manas hat. Obwohl es in unmittelbarem Kontakt auch zum Alaya treten kann.
Aber die Grundlage, dass es daraus entstanden ist. Deswegen hat ja auch Manas die gleichen Eigenschaften fast, auch die gleichen Tätigkeiten. Ich habe gesagt, denken, vergleichen, argumentieren und klammern, und glauben und überlegen, wie das, wie der Manu oder das, die Manu, wie immer ihr wollt, männlich oder weiblich. Ich würde sagen, wenn es mies ist, sagen wir der, und wenn es ganz erfreulich ist, sagen wir die, ja, doch was. Also, die sieben Bewusstseinsformen, sexuelles Bewusstsein, Manas, haben eine Wurzel. Und das ist Alaya, ist die Erde. Daraus als Vergleich wieder, aus diesem Speicherbewusstsein entsteht alles. Und Bewusstsein, muss uns klar sein, ist genauso veränderlich und ist auch leer von Eigensein. Nur in der Form der Vorstellung. Wie alles andere, wie alle anderen Dharmas, wie alles andere der fünf Komponenten, aus denen wir bestehen und die unsere Welt wahrnehmen, unsere Existenz bilden. Und Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas, muss einen Bezug haben. Bewusstsein für sich allein ist kein Bewusstsein. So wie Freiheit für sich allein keine Freiheit ist. Freiheit wovon? Bezug, Achtsamkeit worauf? Wenn wir es nur als Terminus stehen lassen, als einen Begriff oder als eine Kraft, die keinen Bezug zu irgendetwas hat, dann ist es nicht existent. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Das ist ein wichtiger Grundsatz, wenn wir über Bewusstsein reden. Wir können es niemals isolieren und für sich allein hinstellen, dieses Bewusstsein. Das gibt's nicht. Worauf? Wovon? Wovon? Von der Weltwahrnehmung, okay. Das könnte sein. Bewusstsein von unserer Existenz könnte sein. All das gilt. Aber wenn wir keinen Bezug mehr herstellen, dass Bewusstsein etwas ist, was von etwas ist, dann geht's nicht. Und wir haben ja zwei Weltbereiche, die instrumentale Welt und die Welt des Fühlens. In der instrumentalen Welt ist für uns das, was alles Natur und Mitwelt bedeutet. Weil das Instrumente, obwohl wir so tief mit ihm verbunden sind, weil es Instrumente sind für unsere Weltwahrnehmung, weil es Möglichkeiten sind, die Bezüge herzustellen, weil es uns gegenübersteht, sozusagen als Bild. Auch wenn es zugleich in uns ist. Mir gefällt es so schön, wenn der Bäcker Roger immer sagt, es bäumelt wieder in mir. Es bäumelt in ihm. Das heißt, er spürt das Baumhafte in sich. Diese Form von Stabilität oder diese Form von Freiraum oder diese Form von so sauren Regen, den er schlucken muss, was weiß ich. Es bäumelt wieder in mir. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist wunderbar, lieber Roshi, in mir bergelt es gerade. Hat ihm gefallen, war okay für ihn. In mir bergelt es, weil ich gerade von einer, am Tag vorher von einer Tour kam und mich nochmal so sehr identifiziert habe mit unserem Breitenstein. In mir bergelt es. Das ist die Welt. Die sogenannte instrumentale Welt. Die Welt des Fühlens ist die Welt aller Lebewesen, aller fühlenden Wesen, einschließlich Menschen. Beide Welten sind Objekt unserer Wahrnehmung. Wir nehmen beide wahr und sie beide sind eigentlich eine Welt. Wir trennen sie nur künstlich. Das ist das, was ich gemeint habe mit, das ist lebendig und das ist nicht lebendig, weil es ein Stor ist, nicht, weil es ein Stein ist. Das ist falsch. Aber wir sehen es halt so und leben in dieser Dualität und nehmen sie als Objekt unserer Wahrnehmung auf. Und deshalb unterscheidet auch Manas, und es fällt ihm leicht, zwischen der Idee von Selbst und Nicht-Selbst und von Natur und von Wesenhaftigkeit. Diese ganzen Täuschungen sind da und dagegen setzt Buddha und Thich Nhat Hanh auch eben den Punkt, nein, es ist alles zusammengesetzt aus allem und jede Blume entsteht aus und besteht aus Nicht-Blumenelementen. Und der Kadal besteht aus Nicht-Kadal-Elementen. Schluss. Es gibt die nicht für sich. Es nur die verschiedenen anderen Elemente im Zusammenspiel ermöglichen ihn überhaupt, den Menschen. Und so ist auch das Ich zusammengesetzt aus allen Erscheinungen des ganzen Kosmos, aus Nicht-Ich-Elementen. Und es ist für mich eine ziemlich oft bedrückende Vorstellung, nicht den Herrn Busch oder einen anderen Buhmann, die wir so haben in unserer Welt, als zu verteufeln und zu sagen, das ist der Dreckskerl, der stellt so viel an. Sondern zu sehen, oder ein Adolf oder ein Stalin oder
es war, Napoleon von mir aus, sondern zu sehen, dass er aus Nicht-Bush-Elementen besteht. Und dass alle diese Elemente, aus denen er sich zusammensetzt, zum Teil auch wir sind. Und das ist eine für mich manchmal bedrückende Vorstellung, aber gibt auf der anderen Seite sehr viel Verständnis für die Situation von Menschen, für deren eingekastelt, eingesperrt sein, für die sogenannte normative Kraft des Faktischen, in der jemand drinsteckt und nicht anders kann und eigentlich auch nicht weiß, wie er rauskommt. Und aus Nicht-Ich-Elementen besteht jeder, auch Buddha, besteht aus Nicht-Buddha-Elementen, sonst gäbe es, sonst könnte es ihn nicht geben. Und weil das so ist, ist eben auch jeder an diesen Elementen beteiligt, sonst würde wieder Intersein nicht stimmen. Also, wir gehören genauso zu den Nicht-Bush-Elementen wie zu den Nicht-Thai-Dignatan-Elementen. Sowohl als auch. Das ist unglaublich. Und in uns selber, der wir uns aus Nicht-Ich-Elementen zusammensetzen, ist alles da. Und nur deshalb ist die Aussage möglich, Jesus lebt auch in dir, Buddha lebt auch in dir, du bist es. Und alles andere lebt auch, die finstersten Dinge und die wunderschönsten, großartigsten Dinge. Wie stark ausgeprägt und wie weit verfügbar, ist die nächste Frage dann. Aber es gibt nichts, was sich nicht aus allen Elementen dieses Kosmos zusammensetzt. Ich finde auch das Brotbeispiel immer großartig als Botschafter des Kosmos, wenn er sagt nicht, also Brot kann nur sein, wenn es die Erde gibt, wenn es den Samen gibt und wenn es das Getreidekorn gibt und wenn es den Müller gibt und dessen Eltern und Großeltern und wenn es die Mühle gibt und den Bäcker und alles, was dazugehört, um Brot möglich zu machen, mit Feuer und Hitze und alles, was dazugehört. Und würde nur ein Element davon fehlen, einschließlich Sonne, Regen und, damit das Getreide überhaupt Getreide wird, dann gäbe es kein Stück Brot. Diese Elemente sind da drin und wir können keins davon wegnehmen. Und das vergleicht er mit einem Blatt Papier und mit vielen anderen Erscheinungen bis hin zu sich selbst, um das zu verdeutlichen. Und ich glaube, wenn wir da dran sind und wirklich tief schauen und wenn uns das nicht nur konzeptionell einleuchtet, sondern erfahrungsbereich wird, dann sieht's für den negativen Teil des Manas ziemlich mies aus. Es wird immer noch uns schützen, es wird immer noch Überlebensreflexe und Strategien entwickeln, und das soll es auch, denn wir leben nun mal in dieser Manifestation. Wir wollen ja auch am Leben bleiben, so gut es möglich ist, um die Chance zu haben, die Welt wahrzunehmen und zu verändern. Unser Bewusstsein, unser Mitgefühl, all das andere, was dazugehört, das wollen wir ja. Jeder von uns möchte weiterleben. Also sind diese Überlebensreflexe in Ordnung und ich bin dafür Manas dankbar. Aber sicher nicht, dass es mich im Gefängnis des Egos eingesperrt. Dafür nicht. Oder des Selbstes. Und da ist dieses Ansatz vom Buddha, des Interseins und Kette des bedingten Entstehens und der Nicht-Selbst-Elemente, aus denen sich etwas zusammensetzt, was selbst sein soll, es aber nicht ist. Das ist hilfreich. Das ist das Instrument für unsere Praxis, wenn wir wieder mal in der Ecke stehen und wenn es eng wird und wenn wir sagen, so, ja, und das mir, lasse ich mir nicht gefallen. Sowas geht gar nicht. Oder den anderen ablehnen und sagen, was ist das für ein Kerl? Und wir merken nicht, dass wir so viele Elemente des anderen in uns haben und er von uns drin hat und wie diese Verwobenheit ist. Und dass wir uns aus Nicht-Ich-Elementen zusammensetzen. Und nur deshalb auch es möglich ist, dass Buddhaschaft in uns lebt, unzerstörbar. Dass dieser Jesus von Nazareth immer noch da ist, unzerstörbar. Wäre er aus nur einem Element, nämlich seinem Selbst zusammengesetzt, wäre er längst museal und vergessen. Und würde nur noch eine Idee vielleicht leben. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, als ob es nur eine Idee ist und nicht mehr der lebendige Jesus als Beispiel. Oder der lebendige. Ich glaube, dass die Dynamik und die Fortsetzung einer spirituellen Kraft nur dann gewährleistet ist, wenn sie lebendig wird in den Herzen der Menschen. Die größten Dome und Kirchen und Tempel und die schönsten Statuen und Bilder helfen uns gar nichts. Und die größten Rituale und Zeremonien helfen uns nichts. Denn jene Menschen, die mal gelebt haben, die großartige, wunderbare, mächtige, geistesmächtige Menschen waren, die die Schlacht gegen sich selbst gewonnen haben, viel mehr als ein General, der eine Schlacht gewinnt,
wenn diese Menschen in uns nicht mehr leben, nicht mehr lebendig werden können oder sind, dann ist diese Welt verloren. Ja auch. Aber es ist ja nicht der Fall. Wie schön. Es ist nicht der Fall. Und ich sage euch, es ist keine Idee, kein Konzept. Auch ein bisschen, damit wir uns annähern können. Aber es wird dann unsere Wirklichkeit. Ich kann mich immer als Nicht-Ich sehen. Besonders dann, wenn jemand mein Ich besonders packen will, mich verletzen möchte, mich schräg angeht, mich herabsetzt, meine Großartigkeit und Würde nicht zu schätzen weiß und so. Und sagt, was redet der für ein Schmäh? Dann nehme ich meine Nicht-Ich-Elemente. Und dann, ist gut so. Lernt ganz stabil zu sein. Ganz bewusst. Ganz tief verwurzelt in diese wahre eigene Natur unseres Wesens. Dann braucht ihr das Ich nicht mehr, außer um in dieser relativen Wirklichkeit zu überleben. Das ist ja auch was. Ganze Menge. Und die Arbeit des Manas ist also, Bilder zu schaffen, Abbilder zu schaffen. Es hat niemals, bis jetzt, kann es nicht in dieser ersten Ebene der, wie habe ich es gesagt, der Wahrnehmung leben, in der direkten und unmittelbaren. Es lebt immer in der Welt der Abbilder. Und hat keinen Bezug zu dem, solange es diesen Teil des Alaya als selbst betrachtet und diesen Kontakt hält. Also, es erschafft ständig Bilder. Und diese Bilder, die es selber erschafft, dieses Bewusstsein, sind die Objekte seiner Wahrnehmung. Und die hält er für das Selbst, tut sie mit dem Selbst anreichern und verliebt sich drin. Und will dies nun ständig beschützen. Immer Schutz. Eine falsche Wahrnehmung. Ein Schutz, der irgendwo ein bisschen gerechtfertigt sein kann. Den wir aber eigentlich nicht bräuchten. Wenn wir eine neue Form von unserer Verbindung zu allem Lebendigen haben. Fällt die Angst, die Furcht vor dem Tod. Und Buddha hat in seiner ersten Lehrrede gesagt, ich habe die Furchtlosigkeit gefunden, weil er entdeckt hat, dass es Tod wirklich nicht gibt. Zutiefst entdeckt hat. Ständiges Sterben und geboren werden. Ja, ständig, permanent. Aber nicht Tod, Ende, schwarz, aus, keine Bewegung mehr. Leben ist nach buddhistischer tiefster Überzeugung nicht zerstörbar. Seit anfanglosen Zeiten da, alles andere wäre Spekulation. Nicht absehbar sein Ende. Und Leben ist Transformation, Veränderung. Leben ist Bewegung im ganzen Kosmos, in den Galaxien, in den Spiralnebeln, wo auch immer, bis hin zu den Photonen und winzigsten Bausteinen, Chromosomen unseres Körpers. Und das zu wissen, dass dieses Leben sich ständig verändert, ständig bewegt und dass es Tod deshalb nicht gibt, sondern nur als Vorstellung. Wenn das mal von da hier hinrutscht zum Herzen und die Angst, die Furcht vor Nichtsein weniger wird und eine winzige Erfahrung mit der Berührung des Wassers vom Ozean entsteht, und wir dann wissen, dass es nicht dieses Anfang und Ende gibt, sondern nur auch wieder in der Vorstellung diese Lebensspanne. Dann sind wir in Kontakt mit der Erde, mit dem Alaya, wo diese wahre Sicht möglich, nicht möglich ist, sondern vorhanden ist. Dieses Feld der Wirklichkeit, dass wir das Direkte, das Unmittelbare, das Ding an sich, die Soheit, Tatata und wie es alles heißt, so definieren. Und dann ist die Angst auch weg. Und dann ist das Ich auch aufgelöst, wird nur noch als nützliches Mittel gesehen für unser jetziges relative Wirklichkeit und das momentane Dasein, aber nicht mehr überbewertet. Und dann ist auch Manas befreit. Dann ist Manas befreit, weil er eine neue Sicht in seinem Kontakt mit der Basis, dem Alaya, bekommt. Und nicht mehr darin ein Stück selbst sieht,
in das er sich verliebt und das er beschützen muss, Manas. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, wie wir mit Bewusstsein arbeiten können und es verändern können. Unsere Bewusstseinsfelder, indem wir immer mehr uns bemühen, dass unsere Sinnesorgane Welt in seinem So-Sein wahrnehmen, also in unmittelbaren Kontakt mit Allah, dass unser Mano, das Geistbewusstsein, unser Denken, in einen unmittelbaren Kontakt zu Allah Vijnana kommt, zum Speicherbewusstsein, was durch unsere Übung möglich ist, was durch Meditation und Kontemplation, was durch Stille und Ruhe und Klarheit eintreten kann und dass somit ein Akt der Befreiung auch für Manas entsteht, dadurch, dass sich dieser Teil unseres Bewusstseins allmählich verändert, was nicht bedeutet, das Ich aufzugeben oder den Gedanken des Selbstes, es aber dazu so zu relativieren, dass es dorthin gehört, wo es hingehört. Seine vorübergehende Vorstellung, die nicht wirklich ist, aber durchaus brauchbar, wie so viele andere Vorstellungen auch, die wir, wie so viele andere Abbilder auch, die alle brauchbar sind, auch wenn sie nicht der Wirklichkeit entsprechen, so wie mein Bild von Franz von Assisi sehr brauchbar ist für mich, für meine Motivation, für meine Lebendigkeit und für meine Richtung, die ich nehmen will, wie das Bild des Buddha oder des Avalokiteshvara, des Amantabhadra und des Manjushri und wie sie alle heißen, die Burschen. Streichen vom Band. Dass das da ist. Und dass wir es da ausrichten. Und sagen, ja, ja, die Kraft ist vorhanden. Das geht. Und darum werden wir nichts verteufeln, nichts ablegen, nichts vernichten wollen, was eh nicht geht, sondern es verwandeln, liebevoll, sanft, geduldig, aber uns unbeirrbar gehen. Die Natur des Allah Vijnana kann zum wahren Geist, zur Buddha-Natur werden. Diese Transformation at the base, auf der Grundlage, und das ist unsere Erde, unser Alaya, ist möglich. Und selbst und nicht selbst lösen sich dann auf, weil sie sind eine Vorstellung, eine Idee, ein Abbild. Und wenn wir in die Ebene der unmittelbaren Erfahrung und des Sehens gehen, der direkten Feld der Wahrnehmung und die Soheit, dann gilt das alles nicht mehr. Wir können es uns aufheben. Und sagen, das können wir immer noch brauchen. So wie altes Werkzeug. Ist ja noch brauchbar, muss ich nicht wegschmeißen, so alte Klamotten. Wie oft ich die in die Hand nehme und wieder reinlege, das entsetzt mich oft. Schon 2 Jahre nicht angehabt, aber das können wir ja vielleicht noch brauchen. Legen wir es wieder rein. Und so ähnlich kann ich es da auch machen. Wenn mir das bewusst wird, sagen, das kann ich alles noch brauchen. Das ist ja nicht schlecht. Aber es kommt dorthin, wo es hingehört, nämlich in diese Relativ, in diese Historical Dimension of Reality, da wo die Welle ist. Aber zugleich spüre ich, berühre ich das Wasser und gehe da weiter, Schritt für Schritt, solange ich atmen kann, mit meinem Atem und bringe Körper und Geist zusammen und gehe einen Weg, der weit über dieses Sterben hinausgeht, weil ich damit Tun schaffe, Handlung schaffe, im Denken, im Reden und im Gehen, im Handeln, für andere, für mich, und weil das ist, was ich mitnehme, mit Sicherheit. Ich immer in seiner rechten Relation gesehen, das in diesem Lebensstrom, Sotapanna, Sotaganda, dass in diesem Lebensstrom es weiterfließen mag. Das ist das, was ich euch zu Manas noch hinzufügen wollte, im Kontext mit dem Alaya. Denkt immer daran, die 8 Bewusstseine sind zugleich auch eins. Sie sind nicht getrennt. Wir nehmen sie nur auseinander, um uns eine Vorstellung zu machen, wie sie funktionieren und zusammenspielen. Aber sie sind nicht für sich allein zu sehen. Und sie können speichern und sie können denken und abwägen und das Selbst erscheint. Aber sie können eben transformieren. Alle diese Bewusstseinskategorien können eine neue Sicht der Wirklichkeit gewinnen, der letzten Wirklichkeit. Und dann ist auch Manas verwandelt. Diese Transformation beginnen wir
indem wir klarer sehen lernen, tiefer schauen lernen. In uns, was uns ausmacht, ich habe von den Nicht-Ich-Elementen gesprochen, und draußen, und die Verbindung sehen. Drum ist das ganze Intersein eigentlich auch der Schlüssel neben den drei Daseinsmerkmalen, die wir verwenden, zum Türöffnen, zu diesem ersten Feld der Wahrnehmung. Aus der heraus wir dann ein Eindruck, ein Bild wiederum zunächst und später eine tiefe Erfahrung der eigentlichen Wirklichkeit bekommen. Im Moment machen wir uns noch Bilder davon, aber unser Erleben ermöglicht es, unsere Übung, die Praxis, dass es nicht mehr Bild wird, sondern eine unmittelbare und direkte Erfahrung. Und deshalb werden wir morgen uns noch mit der Frage des Geistbewusstseins von Mano und seinen fünf Helfern beschäftigen, um den ganzen Komplex der verschiedenen Bewusstseinsfelder uns deutlich zu machen und dann auch zu, mal wieder abzulegen und zu sehen, und das können wir am Sonntag zusammenfassend tun, was mache ich jetzt damit? Welche Erkenntnisse kann ich daraus für mich selber ziehen?